Fingerschnippen. Bevor Sie mit dieser Übung beginnen, überprüfen Sie, ob sich Ihr Becken noch immer in einer neutralen Position befindet, also weder nach hinten noch nach vorn gekippt ist, und ob Ihre Wirbelsäule sanft aufgerichtet ist und Ihrer natürlichen Krümmung folgt. Wenn Sie bereit sind, heben Sie eine Hand vor den Körper und legen Sie Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis zusammen. Schnippen Sie die Finger dann so auseinander, dass Sie ein leises Geräusch erzeugen. Machen Sie dasselbe mit Daumen und den übrigen drei Fingern dieser Hand, wobei Sie die Bewegung jeweils einige Male wiederholen. Bewegen und schnippen Sie jeden Finger leicht und behutsam und atmen Sie dabei sanft. Es empfiehlt sich, immer wieder zu überprüfen, ob Sie vielleicht den Atem dabei anhalten, was bei solchen Bewegungen nur allzu leicht geschieht. Wenn Sie bemerken, dass das der Fall ist, dann lassen Sie erneut los, sodass Gesicht, Bauch und gesamter Körper weich werden, während Sie die Finger schnippen. Entspannen Sie die Hand nun wieder und beobachten Sie, ob die Seite, die Sie gerade bewegt haben, sich anders anfühlt als die andere. Seien Sie neugierig, ohne zu urteilen. Wiederholen Sie die Bewegung nun mit der anderen Hand. Heben Sie sie an, bilden Sie einen Kreis mit Daumen und Zeigefinger und schnippen Sie die Finger leicht auseinander. Machen Sie dies einige Male mit Daumen und Zeigefinger und dann nacheinander mit allen übrigen Fingern dieser Hand. Nun wiederholen Sie die Übung mit beiden Händen gleichzeitig. Entspannen Sie dabei Schultern, Gesicht, Bauch und Pobacken. Am Ende lassen Sie die Arme locker hängen. Schütteln Sie sie dann leicht, bevor Sie erneut zur Ruhe kommen. Spüren Sie den Auswirkungen der Bewegung nach, während Sie das Gewicht Ihres Körpers dem Boden überantworten, und lassen Sie den Atem tief in Ihren Körper einsinken. Danny Penman, Videomaler Burke, Schmerzfrei durch Achtsamkeit. Die effektive Methode zur Befreiung von Krankheit und Stress. Aus dem Englischen von Maike und Stefan Schumacher. Gelesen von Gabriele Gerlach und Carsten Fabian.